Und ein herzliches Willkommen hier auf diesem wunderbaren Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Alles ein bisschen anders, aber trotzdem, wie gewohnt, wir müssen leider ein Rennen überspringen, weil der auf meinem anderen Computer war. Das wird irgendwann dann irgendwie als extra noch dazukommen. Aber wir fangen dieses Wochenende in Spanien an. Wir fahren jetzt auf 101 Schwierigkeit und am Circuit de Catalunya Barcelona geht es richtig zur Sache. 4,6 Kilometer, 16 Kurven, 2 DS-Zonen und eine Mega-Hammer, tolle Strecke und einfach perfekt für unseren Auto. Und wie immer natürlich auch vom P22, probiere ich jeden Tag mit all meiner Macht ein Video hochzuladen, falls nicht jeden Tag eins kommt. Gucken wir uns mal an, wo wir starten. Wir starten natürlich vom letzten Platz, vom P22, aber wer startet hier von vorne? Matsushita und Lundgaard starten aus der ersten Startreihe, Dan Ticktum und Robert Schwarzmann, dann haben wir Drugovic und Aitken auf 7, dann Piquet und Aylot, dann haben wir Daruvala und Armstrong, unser Teamkollege, Alesi und Su, Mick auf 13, Sato, Mazepin, Ciotto, dann haben wir Samaya und Makelov, Joel, Roy Sani, der ist auch Ersatzfahrer bei Williams, Luis Delatras und Yuki Tsunoda. Ich freue mich wirklich extrem, dass ihr heute dabei seid und vor allem, ja, wir werden, ich habe ihn vorhin verloren. Ja, wir starten jetzt mal und dann, ja genau, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum, da schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio und sorry, falls alles ein bisschen anders ist, es ist für mich auch sehr, sehr schnell gegangen und ich wollte eigentlich viel, viel mehr noch machen hier, aber ihr wisst ja, es ist so schnell, kann irgendwas kaputt gehen und wenn man keine Schutz kopiert. Wir haben hier einen guten Start, oh mein Gott, ganz, ganz knapp hier an den Track Limits dran, aber so craften wir uns mal den ersten. Die ersten drei Plätze haben mich schon ein bisschen zu weit rausgekommen. Da bin ich auch ein bisschen vom Gas runter, weil ich gelust habe. Wenn ich da voll drauf muss, kommt da oben die rote Schrift und ich muss ihn vorbeilassen. Trotzdem, so, 15. Platz und da geht es auch weiter nach vorne. Hier in Spanien kann man überhaupt beim Start richtig Platz gut machen. Und ja, hier kommt ein kleiner Cut. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen zu weit ins Gras rein und dachte mir so, nee, das kann ich nicht. Also, wenn man dann, oh mein Gott, Mick, was ist mit dir los, du Psychopath? Und hier, oh mein Gott, Rad an Rad hier rechts mit Sato und mit Armstrong, sorry. Und, nein, das war Su, sorry, das war Su. Und mit Mick, wir fahren jetzt auf 101 und ich probiere auch im Laufe der Season auf 103 aufzugehen. Ich habe auch letztens erst ein Rennen probiert, ist kein Ding. Man kann trotzdem noch mit einer Sekunde Vorsprung fahren, die schnellste Rennrunde. Auf 103 schaffe ich das, also die Formel 2 macht wirklich extrem Spaß. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben die KI ein bisschen runtergedreht. Wir sind schon auf der Platz, das heißt, wir haben schon die Hälfte gut gemacht. Und hier ist jetzt Daruvala, unser Teamkollege. Und das coolste, Wochenende, ich habe mir F1 TV jetzt gegönnt und ich habe es mit Google Play gemacht, weil sonst, ich glaube in Deutschland ist es nicht mehr, also ist es eingestellt, weil Sky die Exklusivrechte an der Formel 1 hat, aber in Österreich funktioniert das Ganze noch und das bedeutet, ich habe es wirklich geschafft, einen Tag vorher habe ich mir das Ganze kaufen können, ich habe da eine 15er Karte Google Play aufgeladen, egal, no way oder nicht erwähnenswert oder so, gibt sowieso 7 Tage noch umsonst, das bedeutet, die nächsten Monate, das Ding ist halt, ich habe mich so extrem auf die Formel 2 gefreut, das war so spaßig und habe vergessen, dass am Samstag ja schon die Rennen sind und habe das komplett vergessen. Am Samstag wären 2 Sprintrennen gewesen, das ist jetzt auch neu seit dieser Season. Und ja, ich habe dann nur das Hauptrennen am Sonntag gesehen. Das war ein mega spektakuläres Rennen, wo auch Su gewonnen hat. Dan Ticktum ein mega Rennen gezeigt hat. Aber ja, wie gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich mir natürlich am Samstag das Ganze schon gegönnt. Trotzdem, kann ich euch wirklich ans Herz legen, kauft euch, wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz kommt, kauft euch F1 TV. Ein mega geiler Dienst. Und hier habt ihr dann diesen Zwischenfall. War ich da schuld? Er war doch nicht... Oh mein Gott, was war das? Ich weiß nicht genau, ich habe gar nichts gespürt im Auto. Aber kann schon... Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so hart rübergezogen oder so. Ich habe schon signalisiert, dass der da hinter mir fährt, aber dass ich den vielleicht sogar irgendwie schaden könnte, das habe ich nie im Leben gewollt oder so. No front oder so, ich habe da nichts gemacht. Also ich weiß nicht, also das tut mir extrem leid für ihn, aber das kann man leider jetzt... Ich habe da auch nicht mal eine Verwarnung, glaube ich, für bekommen. Ich habe eine Verwarnung für Lundgaard oder für Su oder was das war, weil wir da Rad an Rad waren, aber er ist theoretisch da mir reingefahren. Also schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sind jetzt schon am 8. Platz hier dran an Calum Aylot, der hier wirklich, wirklich... Parfait rumfährt mit seinem, ich weiß nicht, was das ist, UN, also ich, oh mein Gott, war das knapp hier mit dem Heck von Jack Aitken, der Junge, der fährt auch schon extrem lang in der Formel 2, das habe ich mir auch bei Su gedacht, aber der ist auch erst 22 oder so,
Also so alt ist der Junge noch gar nicht. Und da gibt es wesentlich ältere. Söller. Aber jetzt sind wir auch hier in Aitken dran. Dritte Runde und das geht zu einfach, finde ich. Der verbremst sich hier sogar noch. Aber wir uns auch. Aber da ist wichtig, ihr innen die Linie zu halten. Weil innen ist die ideale Linie. Keiner kann von außen irgendwie vorbeifahren. Man muss innen diesen Körper anschneiden, um dann perfekt aus der zweiten Kurve zu kommen. Das ist ein Trick, den ich euch echt zu Herzen legen kann. Wir sind jetzt hier an Piquet dran. An dem Junior. An dem, ja... Das große Nelson Piquet ist, ich weiß nicht, ob es der Neffe ist, aber ich glaube schon, ich kann auch noch der Sohn sein oder auch schon ein Enkel. Aber ich denke mal, das ist eher der Sohn, ja, weil wenn der jetzt 17, 18 ist oder sagen wir mal 20, ja, den wollte ich ein bisschen abdrängen, aber der lässt sich ja nicht so leicht abdrängen. Aber hier ganz knapp, da haben wir nachher auch eine Replay, da war es echt knapp mit seinem Vorderreifen. Also, beziehungsweise mit seinem Heckreifen und seinem Vorderreifen, aber trotzdem alles clear. Aber heute wird es noch echt zu einer komischen Situation kommen, die das ganze Rennen verändern wird. Unten, boah, ein Reifenbrocker, der hoffentlich auch so oft geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Sola, und hier, oh ja, da muss ich den Notausgang nehmen, sonst wäre ich nicht um die Kurve gekommen. Aber man hat ja auch drei Verwarnungen, Gott sei Dank, also wir sehen das mal nicht so happig. Sola, schnellste Rennrunde, dank auch des Abkürzens, muss man sagen. Also in der richtigen Formel 1 wird es wahrscheinlich dafür die schnellste Rennrunde vielleicht aberkannt geben, weil es ja auch Punkte dafür gibt. Aber die würde es sowieso nicht halten, weil wenn man die in der sechsten von 19 Runden sprint, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ein Drittel von 60%, also von 100% ein Drittel, die schnellsten Rennrunden werden sowieso zum Ende hingefahren, weil da geht dann nochmal die Jagd los. Sola! Und wir sind auf Podiumskurs. Aber sowas wie von Lundgren, Matsushita und ganz von Stan Tickton. Und Lundgren, den holen wir uns jetzt. Und das ist unser dritter Platz. Aber mit der Brechstange war es nicht. Aber sehr, sehr spät gebremst. Die Weißen, glaube ich, könnten das ganze Rennen lang halten. Wie wenig Prozent die erst haben nach 8 Runden. Also 37 links vorne und links vorne ist echt. Das würde uns halt echt noch, vielleicht habt ihr es ja vorhin mal gesehen, ein bisschen zum Ärgern bringt, der linke Vorderreifen. Aber dazu nachher noch mehr. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, trotzdem. Das ist heute echt nicht einfach hier. Das ist Hardcore. Das ist mega spannend und mega interessant und intens, muss man auch sagen. Sola, Matsushita jetzt hier an uns. Also wir sind jetzt am Matsushita dran. Und kommen hier wunderbar raus. Saudala. Und das könnte einfach, nächste Kurve, könnte das schon was werden. Ja, perfekt. Lila im ersten Sektor. Und da haben wir wirklich in der neunten Runde noch Lila. Nach der Hälfte, also jetzt zu die Hälfte der Renndistanz. Und wir schaffen immer noch Lila im ersten Sektor. So stark sind diese weißen Reifen. Also das ist unfassbar, wie gut die halten. Und ja, das hätten wir uns mal überlegen sollen, bevor, ja, wartet mal noch ein, zwei Runden und ich glaube in der nächsten Runde passiert schon. Hier sind wir nun, zack, bekörbt drüber. Ich wollte mich natürlich komplett drehen, aber wie ich gemerkt habe, komplett drehen, dass ich mich wegdrehe und ich gewusst habe hier, ich dachte mir so, ja, ist die beste Idee, so 9 Runden die Hälfte, wir gehen in die Box, aber dass ich da jetzt die Roten bekomme, die zugleich auch so ähnlich wie, keine Ahnung, eine Mischung aus... Ultrasoft und Supersoft sind, also so eine ganz, ganz weiche Mischung. Das war jetzt nicht so das Gelbe von einem, müssen wir mal sagen. Hier ging unser Teamkollegen ganz, ganz easy vorbei und dann auch der nächste Junge hier. Sola, das war auch dieses knappe Wohnnummer. Das war echt knapp mit seinem Frontflügel, aber das ist Racing auf höchstem Niveau, Leute. Also, okay, ich will jetzt nicht flexen oder so. Ich hatte auch heute schon richtig viel Scheiße drin. Aber es ist auf jeden Fall flexen hier ein bisschen, also wenn man so, oder wenn, da passt man auf sich auf und das Auto von Su ist einfach nur, von Yuki Tsunoda ist einfach nur eine Klasse für sich, das hat Power, aber ich habe auch gehört, das sind theoretisch die gleichen Fabrikatsautos, also die haben den gleichen Motor, das gleiche Getriebe und so weiter drin, also eigentlich ist das nur, der hier gewinnt, ist die fahrerische, das fahrerische Können und halt nicht, keine Ahnung, du hast den besseren Motor oder mehr Geld zum Entwickeln und so weiter. Und das gehört auch ein bisschen in der Formel 1, so eine konstante Fairness. Und ja, hier haben wir schon mal beim ersten Mal einen Rutscher und dann hier über diesen Sausage Cup drüber. Und das Gute war halt, wie gesagt, dass ich da ab der Hälfte schon gemerkt habe, das ist unkontrollierbar. Vollgas, oh mein Gott, war das knapp. Das war fast ein Crash. Wenn der Aitken nicht aufgepasst hätte, wäre das echt schlimm ausgegangen. Aber ist gut so. So, ist gut, dass es nicht so war. So, wir kommen hier aus der Box raus und sind Vorletzter, beziehungsweise Letzter, weil der Letzte hier Schumacher ist, der uns hinten reingefahren ist in der ersten Runde. So,
zwei Runden später und wir sehen, die ersten sind in der Box. Und auch Dan Ticktum, den wir ja verfolgt haben, vor dem wir hier waren, der ist leider vor uns rausgekommen, aber nicht so viel. Und das Ding ist halt, der hat halt vier Runden frischere Reifen. Wir waren in der 10. drin, eher in der 14. Und das wird echt knapp. Schaut mal vorne links, wir haben jetzt schon 33% und das ist unsere vierte Runde jetzt. Und jetzt gucken wir uns mal an, hier dieser Zeitraffer. Runde für Runde für Runde. Und links vorne fällt halt auf, dieser Reifen wird immer mehr beansprucht. Ich habe dann schon abreißen lassen, ich musste abreißen lassen, weil sonst hätte ich es nicht mal in die letzte Runde geschafft. Die anderen Reifen hätten es locker bis ins Ziel geschafft. Und wir sind in der 19. Runde, Leute. 92, 93. Und wir müssen jetzt echt bangen. Oh mein Gott, hier leichter Querstehen. Das ist entlastet zwar den Vorderreifen, aber wir müssen hier echt hoffen. Der Matsushita ist nur noch 1,7 Sekunden weg. Hier auf TikTok habe ich schon abreißen lassen. 2,7 und 94, 95. Kiesbett, scheiße. 96. Nein, 96, doch nicht. 96 sind es, Leute. Wir gewinnen hier, glaube ich, das knappste Duell gegen uns selbst, was wir jemals gehabt haben. Eine Runde später und das Ganze wäre wesentlich einfacher gewesen. Aber nein, wie immer muss es halt genau in der scheiße Runde sein, wo wir, ja, dass es genau ganz knapp wird. Dams kann sich freuen und der Ticktum hat wirklich einen guten Job geleistet. Ich habe auch während dem Rennen da fast keine Chance gehabt, dran zu kommen. Also Ticktum auch ein guter Anwärter für den Meistertitel. Der Heli da hinten, der bewegt sich ja gar nicht. Ticktum auch ein mega guter Anwärter für die aktuelle Formel 2 Season, weil der Junge kann echt was. Und ich finde auch Su, der ist ja auch ein Renault Junior, also beziehungsweise ein Alpiner Junior, und der kann sich auch echt, wenn der so weiterfährt, Chancen ausmalen, Ocons Platz zu übernehmen, weil Ocon sowieso abgeschlagen ist und man muss sich da echt vielleicht was überlegen, aber man kann nach dem ersten Rennen noch nicht viel sagen. Sorry, dass kein Race-Review-Video kam, aber wie gesagt, am Samstag ist das Problem das erste Mal gekommen. Ich konnte gerade noch die Videos so machen und hochladen, aber Sonntag ist schon nichts mehr gegangen, am Montag auch nicht mehr, Dienstag. Und dann irgendwie, ja, dann habe ich jetzt auch auf die Schnelle probiert, das Ganze hinzudeichseln und ich bin froh, dass wir es geschafft haben oder dass ich es jetzt geschafft habe. Ich habe auf meinen Computer nochmal anbekommen. Ich ziehe gerade aktuell alles rüber, was ich habe. Das heißt, Einblendungen und so weiter wird es dann die nächsten Tage wieder geben, aber ja, der Laptop ist bei Gott nicht zur Leistung stark. Ticktum und Matsushita auf dem Podium und wie gesagt, morgen kommt auf jeden Fall ein Video, wir werden reagieren auf Simply Kissen, der, ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, die haben auf nie, genau, Monopoly McDonald's Betrug und auf das werden wir morgen reagieren. Ich wollte auch heute noch, aber das ist sich einfach zeitlich und vor allem ressourcentechnisch nicht ausgegangen. Der Laptop ist ein Office-Computer von meinem Bruder und ich will den jetzt nicht zu strapazieren. Es reicht auch ein Video pro Tag, finde ich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr seid damit auch zufrieden. Hier haben wir nochmal die Aufstellung, unser Teamkollege ist knapp nicht in die Punkte gekommen. 12. Platz ist okay, würde ich mal sagen. Also kann man machen und das ist auch schön so anzusehen. Alesi, ja, Armstrong hier ganz, ganz hinten. Obwohl er von 10 gestartet ist, traurig, aber war. Aber Sato hier ein guter Fahrer, für mich auch ein Anwärter des Drive of the Days. Wir sind mit 43 Punkten jetzt wieder vorne, aber es kann sich alles ändern. Wir haben es heute gesehen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video dennoch gefallen. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Daumen da, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Und morgen kommt ein fettes Reaction-Video, schaut wirklich gerne auf TikTok vorbei. Da werde ich auch genug Fragen beantworten. Bis dahin, schaut vorbei und tschüss.